Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zurück auf Thiele Football. Endlich wieder ein neuer Stadionvlog. Es hat lange gedauert. Das letzte Mal war Schalke gegen Bayern am Ende der Hinrunde, wenn man so will. Und heute ist der letzte Härtetest für Schalke gegen Werder Bremen in unserer Arena. Anstoß 15.30 Uhr ist schon wieder ein bisschen Bundesliga-Feeling. Und natürlich gibt es die nächsten Wochen wieder einige Stadionvlogs. Unter anderem nächste Woche bin ich in Frankfurt gegen Schalke. Und heute, ja, sind wir mal wieder mit dabei im Stadion Schalke gegen Bremen. Gutes Freundschaftsspiel sollte es werden. Und bislang lief es ja nicht ganz so gut für uns in der Vorbereitung. Deswegen gucken wir mal, was heute passiert. Es wird wohl auch eine mögliche Startelf auf dem Platz, die man auch nächste Woche gegen Frankfurt erwarten kann. Mal gucken, wie die Stimmung so wird. Heute mal wieder endlich ein Stadionvlog. Ich hab Bock. Attacke! So, Aufstellung ist raus und Thomas Reis hat ja angekündigt, dass es wahrscheinlich die Elf sein wird, die auch möglicherweise gegen Frankfurt spielen kann. Mollet nicht mehr im Kader, wahrscheinlich dann auf dem Weg nach Nantes. Durchaus bitter, deswegen im Tor Schwolo. Das hat sich angedeutet. Viererkette Brunner, Yoshida, Matriciani und Uronen. Unser erster Neuzugang in dem Mittelfeld. Kraus, Latzer, Drexler. Bleibt ja auch kaum noch wer anders übrig. Und vorne offensive Dreierreihe. Kuzuki, Terodde und Bülter. Wir haben auch noch keinen neuen Flügelspieler, wo es Mahlzeit, aber Kuzuki hat es bislang ganz gut gemacht. Mal gucken, was es heute in der Generalprobe gegen Bremen gibt. Aber es ist die potenzielle Startelf auch für nächste Woche gegen Frankfurt. Übrigens, Mollet nicht im Kader aufgrund von Vertragsverhandlungen oder was weiß ich. Also es sieht nach dem Abgang aus. Ansonsten Aidin und Sané angeschlagen, verletzt, was weiß ich. Es läuft schon wieder richtig gut bei uns mit unserem Kader. Transfer ist noch nicht wirklich vollzogen. Aber egal, mal gucken, was es heute zumindest gibt, bevor es dann nächste Woche gegen die SGE wieder so richtig zur Sache geht. Heute gilt es, sich einzuspielen gegen einen guten Gegner. Bremen bis dann mit einer starken Saison. Zum Tipp, es wird ein wildes 2-2. Im Tor beginnt die Nummer 13, Alexander. Moro. Simon. Terodde. Cicciolio. Kuzuki. Und die Nummer 41, Penny. Matriciani. Danke. Attacke!
Füllkrug, man kennt, was er kann. Schön im Strafraum frei zum Kopfball lassen. Na gut, Schwolo, er ist noch gut gehalten und dann sowas wieder. Mein Gott. Oh. Läuft. Schauen wir mal. Ja, für Alexander Schwolo ist jetzt im Tor mit der Nummer 1 Ralf. Feierabend auf Schalke, 0-1 weiter gegen Bremen. Ja gut, wie es halt so ist beim Testspiel, Ergebnis ist egal, aber damit ist die Vorbereitung rum und nächste Woche geht's los gegen Eintracht Frankfurt. Wir haben mehr Verletzte als zum Ende des letzten Jahres. Unser Kader ist gefühlt schlechter, auch nicht wirklich durch Transfers besser geworden. Beste Voraussetzungen. Also, nächste Woche geht es dann so richtig los. Ich werde auch in Frankfurt dabei sein, gegen Schalke. Ja. Wir schauen mal, wie das neue Jahr für Schalke so losgeht. Es wird generell sehr, sehr schwer, aber wenn wir absteigen sollten, freue ich mich jetzt schon auf den Trip nach Sandhausen. In dem Sinne, macht es gut, ciao und bleibt am Ball.